Hallo, liebe Freunde der Orgelmusik. Das zweite sonntägliche Orgelkonzert, was nun schon in die Corona-Zeit fällt. Eigentlich sollte Tobias Kuban aus München spielen. Und zwar ein wunderschönes Programm zum Palmsonntag, den Kreuzweg von Marcel Dupré. Dazu hätte Pfarrer Olaf Leverenz die Kreuzwegdichtungen von Paul Claudel gelesen. Das kann nun nicht stattfinden, weil Tobias Kuban aus München jetzt nicht anreisen kann. Er wird es im nächsten Jahr nachholen. Ich springe jetzt sozusagen für ihn ein und jetzt bei dieser Gelegenheit, das war sozusagen so carte blanche, kein Programm festgelegt, ich habe mir mal meine Lieblingsstücke gegönnt. Und zwar erstmal eine Gruppe von Orgelwerken von Johann Sebastian Bach. Präludium und Fuge H-Moll, eins der großen späten Präludien und Fugen, die in Leipzig erschienen sind. Man könnte jetzt viel erzählen, wie komplex zum Beispiel das Präludium ist im Aufbau seiner Themen. Man könnte viel von musikalischer Rhetorik reden oder was auch immer. Aber es ist was ganz Wichtiges bei dem Stück. Anders als alle anderen großen Präludien und Fugen ist das nicht sozusagen in einem straffen Dreiviertel- oder Viervierteltakt geschrieben. Man merkt, wenn man die Noten anschaut, denkt man eher an so espressive Partien wie die Arie Erbarme dich aus der Matthäus-Passion oder die H-Moll-Sonate für Querflöte und Cembalo. Espressivo in jeder Note und trotzdem in eine große Form gebracht. Und dann die Fuge, ein enges, fast sich dahin quälendes, kriechendes Thema, am Anfang eingeschlossen nur durch einen engen Kontrapunkt. Im Mittelteil kommt eine zweite Gegenstimme dazu. Es gewinnt mehr Raum und im dritten Teil dann eine Triumphfanfare steigt von oben runter und verbindet sich mit dem Thema. Diese innere Entwicklung, die man ausdrücken könnte in Worten vielleicht mit durch Nacht zum Licht, die male ich auch in der Registrierung nach. Danach 4 Choralbearbeitungen aus dem sogenannten Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach. Jeder, der Orgel gelernt hat oder dabei ist, Orgel zu lernen, kennt das Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach. Die Stücke beginnen mittelschwer und wenn man bei diesen Stücken angekommen ist, dass man das spielen kann, steht einem die große Welt besten Orgelrepertoires offen. Und in der Tat, diese Stücke, Miniaturen, sind so vollkommen, dass selbst wenn man sie über 50 Jahre spielt, und natürlich spiele ich diese Stücke seit meinen ersten Gehversuchen auf der Orgel. Man wird nicht müde, man staunt jedes Mal wieder, was drin steckt an Können, an Musikalität, an Ausdruck. Ich will nicht mehr schwärmen davon. Hören Sie es sich an. Einfach 4 davon, eine kleine Gruppe, die zusammengehört. Und dann César Franck. Die 3 Choräle für Orgel, eigentlich sein Schwanengesang. Entstanden im Jahr seines Todes, 1890, sicherlich nicht geschrieben sozusagen im Hinblick auf den Tod, wie manche Werke von Komponisten, die am Ende eines Lebens waren, sie wissen. Franck ist Opfer eines Verkehrsunfalls gewesen. Eine Droschke fuhr ihn an und er bekam eine Blutvergiftung und ist dann an einer Sepsis, also an einer schleichenden Blutvergiftung gestorben. Die 3 Choräle, eigentlich ist es die vollkommenste Orgelmusik des 19. Jahrhunderts. Ein großer Komponist schreibt auf der Höhe seines Stils und er schreibt auf der Höhe der Zeit. Choral nennt Franck diese 3 Stücke. Und wenn man jetzt fragen würde, wie sind die gemacht, wie sind die gebaut, was ist das für eine Form, so kann man das gar nicht eindeutig sagen. Denn jeder Choral ist für sich eine völlig unverwechselbare Einheit. Da kommen zwar Elemente drin vor, zum Beispiel aus Fuge, im zweiten Choral, auch aus Passacaglia. Es kommen unglaublich schöne Melodien drin vor. Das Adagio des dritten Chorals ist vielleicht eine der schönsten Melodien, die es für Orgel gibt. So edel, so reich, so. Man möchte es eigentlich singen, man möchte es gar nicht auf der Orgel spielen. Das Ganze ist im Übrigen richtig für Orgel geschrieben. Nicht etwa wie bei Liszt, der tolle Orgelwerke geschrieben hat, aber wo man immer den Pianisten merkt, der auf der Orgel sich im Orgelsatz nicht so ausdrücken konnte wie Franck. Das ist restlos vollkommene Musik. Den A-Moll-Choral habe ich schon mit 14 Jahren gespielt. Und die Stücke sind sehr großgriffig. Ich konnte das damals gar nicht greifen mit normalen Mitteln.
musste ich sehr, sehr trickreiche Fingersätze machen, mir manchmal im Pedal helfen. Ich habe noch die Noten, wo diese Kinderfingersätze drinstehen. Schmunzel ich manchmal darüber und freue mich, dass ich das heute ohne solche Sachen machen kann. Egal wie, das ist meine Leib- und Magenmusik. Und ich freue mich, nun wo ich mir sozusagen selber aussuchen konnte, was ich spiele in diesem Konzert, dass das kommt. Bach, Präludium, Fuge H-Moll, 4 Choralbearbeitungen aus dem Orgelbüchlein und von César Franck die 3 Choräle, E-Dur, H-Moll und A-Moll. Viel Vergnügen und bis bald.